Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du mit einem SQL-Befehl beliebige Werte umwandeln kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Bevor wir uns die SQL-Funktion CAST näher ansehen, möchte ich ein einleitendes Beispiel vorstellen. Vielleicht hast du bei der Arbeit mit SQL bereits Folgendes einmal gesehen. Und zwar, ich erstelle eine neue SQL-Abfrage und gebe dort folgenden Ausdruck an. Select 1 plus 1 unter Anführungszeichen und auch ein Namen für diese Spalte bzw. Berechnung. Ergebnis. Wenn ich nun diesen Ausdruck ausführe, erhalte ich nun das korrekte Ergebnis 2. Wie kann das nun sein, dass ich einerseits eine Zahl mit einem Textzeichen kombiniere und der SQL-Server das korrekt interpretiert? Der Hintergrund ist, dass in dieser Anweisung der SQL-Server eine implizite Konvertierung bzw. Umwandlung durchführt. Genauer genommen, bei zwei solcher Werte wird immer der niedrigere Datentyp in den höheren konvertiert. Diese Information ist für das tägliche Arbeiten mit der SQL nicht so wichtig, aber ich denke, es ist ganz gut, das einmal gehört zu haben. Im Gegensatz zu dieser impliziten Konvertierung gibt es auch eine explizite, bei denen der SQL Funktion bzw. Befehl CAST verwendet wird und damit ein Wert von einem bestimmten Datentyp in einen anderen umgewandelt werden kann. Ich habe dazu drei Beispiele mitgebracht. Sehen wir uns nun eingangs die Anwendung von einer CAST-Funktion bzw. CAST-Befehl anhand einer Dezimalzahl näher an. Und zwar, ich gebe nun an, Select, CAST, anschließend eine Dezimalzahl, 12,3, als End. Und wenn ich das nun ausführe, erhalte ich nun das korrekte Ergebnis, und zwar 12, indem ich die Dezimalzahl 12,3 in einen Integerwert umwandle, beziehungsweise in eine Ganzzahl, und erhalte damit nun die korrekte Zahl. Ein weiteres Beispiel, das ich mitgenommen habe, betrifft die Umwandlung einer Dezimalzahl in eine andere mit unterschiedlicher Länge. Das sieht wie folgt aus. Select CAST 12,32 und nun das entsprechende Format, in das ich diese 12,32 als Dezimalzahl umwandeln möchte, und zwar Dezimal 3,0. Wenn ich das nun ausführe, erhalte ich nun wiederum eine Ganzzahl bzw. eine Dezimalzahl ohne Nachkommastellen. Sehen wir uns nun zu guter Letzt eine sehr häufige Umwandlung, und zwar die Umwandlung einer Zeichenfolge in ein Datumswert. Dazu verwenden wir wiederum Select CAST, und angenommen, wir haben das Jahr 2021 0101 und möchten dieses als Date, Time oder Date umwandeln. Wie ihr seht, interpretiert nun der SQL Server mit diesem Befehl diese Zeichenfolge, welches in einem Datumsformat angegeben worden ist, und konvertiert dieses in einen Datumswert, Datetime. Wie ihr seht, könnt ihr damit viele Konvertierungen bei der täglichen Arbeit mit SQL anwenden, und es erleichtert euch auch umständliche Formate in ein einheitliches Format überzuführen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten, und
würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und ganz viel Erfolg.